Samsung hat eingeladen zum Launch-Event der Samsung Galaxy S23-Reihe. Hier auf dem Unpacked-Event gab es nicht nur neue Smartphones, sondern auch Laptops. Das Highlight war aber natürlich das Samsung Galaxy S23 Ultra, was nicht nur eine 200-Megapixel-Kamera hat, sondern jetzt schon Anwärter auf den Titel Smartphone des Jahres ist. Es gibt mal wieder drei Smartphones der Reihe, das Samsung Galaxy S23, das S23 Plus und das Samsung Galaxy S23 Ultra. Bevor wir zu dem Ultra kommen, reden wir erstmal über die anderen beiden Modelle, die sich ziemlich ähneln. Da haben wir zum Beispiel einmal das Galaxy S23 mit einer Display-Diagonale von 6,1 Zoll und das S23 Plus mit einer Bildschirmdiagonale von 6,6 Zoll. Das sind die gleichen Bildschirmgrößen wie im vorherigen Jahr. An dem Design hat man aber ein bisschen was verändert. Weiterhin sind es die beiden Modelle der Reihe, die mit einem flachen Display ausgestattet sind. Allerdings sieht die Rückseite jetzt aus wie bei dem S22 Ultra schon und bei dem S23 Ultra. Sprich, wir haben jetzt die einzelnen Sensoren, die da hinten auf der Rückseite hinausschauen. Das finde ich optisch eigentlich ziemlich cool. Ein Kritikpunkt, den ich zum Beispiel bei Xiaomi immer wieder kritisiere, ist der fehlende Wiedererkennungswert, und das hat Samsung in der Präsentation sogar aufgegriffen. Mit dem neuen, etwas frischeren Design möchte man jetzt ein Heritage-Design schaffen, also wirklich einen Wiedererkennungswert, sodass man auf den ersten Blick in der Straße erkennen kann, hey, das ist ein Samsung. Meiner Meinung nach ist ihnen das gelungen. Das Handy sieht einfach irgendwie so aus, wie ein Smartphone 2023 aussehen sollte. Gefällt mir persönlich richtig gut, aber wie findet ihr das neue Design? Lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen. An Farben haben wir insgesamt 4 Stück zur Auswahl. Dazu gehören Schwarz, Creme, Lavendel und auch Grün. Im Webshop von Samsung gibt es mal wie immer auch exklusive Farben, 4 weitere Farben für alle Modelle. Einen weiteren Kritikpunkt hat man ausgemerzt, und zwar besteht die Rückseite des S23 jetzt nicht mehr aus Kunststoff, was echt nicht so super war, sondern jetzt auch aus Gorilla Glass Victus 2. Und diese zweite Generation von dem stärksten Displayschutz und auch von dem stärksten bruchsicheren Glas bei einem Smartphone, die ist jetzt in allen drei Modellen vorhanden, und Samsung ist laut eigener Info der erste Hersteller, der das verbaut. Bevor die Geräte überhaupt vorgestellt wurden, war ein Thema im besonderen Fokus, und zwar Nachhaltigkeit. So gibt es jetzt insgesamt 12 Komponenten in der Galaxy S23 Reihe, die nachhaltiger als vorher produziert wurden. Dabei hat man jetzt zum Beispiel recyceltes Aluminium im SIM-Fach, im SIM-Slot verwendet, oder aber auch Oceanbound Plastik, tatsächlich aus Fischernetzen und recycelten PET-Flaschen und auch recyceltes Displayglas von vorherigen Usern. Also viel Wert auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt, was auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben verdient hat. Worauf man sich ebenfalls verlassen kann, ist ein IP68 Rating. Das heißt, alle Geräte der Reihe sind gegen Staub und Wasser geschützt. Und wir bekommen natürlich auch in allen Modellen ein AMOLED-Display. Bei dem S23 und S23 Plus bekommen wir wieder ein AMOLED-Display mit einer Full HD Plus Auflösung und auch wieder den Ultraschall Fingerabdrucksensor unter dem Display. Dank der AMOLED-Technik wird natürlich auch ein Always-On-Display unterstützt, soweit so bekannt. Neu ist allerdings der Prozessor, denn man setzt nicht mehr auf den eigenen Samsung Exynos-Prozessor, sondern man switcht rüber zum eigentlichen Konkurrenten, nämlich zu Qualcomm. Jetzt verbaut man den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Das ist noch eine gesonderte Version von dem aktuellen Top-Prozessor aus dem Hause Qualcomm, der wohl eine höhere Taktfrequenz bietet als das normale Modell. Dazu gibt es dann noch LPDDR5X Arbeitsspeicher und UFS 4.0 Massenspeicher und auch einen größeren Akku. 3900 mAh sind es jetzt anstatt 3700 Stunden wie bei dem Vorgänger, und gerade der Akku war ja beim S22 einfach ein Kritikpunkt. Da hat man ein bisschen auf die Community gehört, und bei dem S23 Plus gibt es ebenfalls einen Akku-Bump. Die Kapazität liegt jetzt nämlich bei 4700 mAh. Aufgeladen wird bei dem Plus-Modell mit 45 Watt, beide unterstützen aber Wireless Charging und auch Reverse Wireless Charging. Das Triple-Kamera-Setup ist beim S23 und S23 Plus identisch. Als Hauptkamera fungiert hier eine 50-Megapixel Hauptkamera, dazu gibt es eine 12-Megapixel Ultraweitwinkelkamera und auch eine Telekamera mit einem dreifach optischen Zoom. Finde ich persönlich, ist das ideale Setup, also eine normale gute Hauptkamera, dann noch ultraweit und eben halt auch den Zoom zu haben. Schön, dass man darauf nicht verzichtet. Und die Selfie-Kamera wurde ebenfalls geupgradet. Da sind wir jetzt bei einer 12-Megapixel-Frontkamera. Etwas mehr Specs gibt es dann aber beim Galaxy S23 Ultra. Das sieht schon mal grundsätzlich anders aus als das normale S23, aber nicht großartig anders als der Vorgänger. Man bleibt eigentlich grundlegend bei dem Design und übernimmt hier auch das Heritage-Design, was man mit dem S22 Ultra umgesetzt hat. Fun Fact: Samsung hat übrigens geteilt, dass das Ultra sich besser verkauft als erwartet und viele Leute mittlerweile dann doch eher zum Ultra-Premium-Segment tendieren. Ein bisschen optimiert hat man an dem Design aber dennoch, und zwar ist es zwar grundsätzlich ein Curve-Design, die Krümmung ist jetzt aber nicht mehr ganz so stark wie beim Vorgänger, und man hat eine größere ebene Fläche auf dem Display. Das ist ein direktes Feedback auf User-Kritik, die sich da mehr Fläche zum Zeichnen mit dem S Pen gewünscht haben. Der steckt jetzt auch wieder in dem Galaxy S23 Ultra drin. Seitdem die Note-Reihe mehr oder weniger beerdigt wurde, fungiert ja
die Ultra-Reihe halt auch als Note-Ersatz. Von daher haben wir den S Pen auch wieder unten drin und können mit dem Stylus dann das 6,8 Zoll große Display bedienen. Dabei handelt es sich natürlich auch um ein Infinity O AMOLED Display, allerdings mit einer WQHD Plus Auflösung von 3000 irgendwas mal 1440 Pixeln. Die Pixeldichte liegt dann bei 500 ppi. Der Fingerabdrucksensor in Form eines Ultraschallsensors steckt ebenfalls wieder unter dem Display. Es gibt den gleichen Prozessor und die gleichen Speicherstandards wie in den anderen beiden Modellen. Allerdings ist die Konfiguration ein bisschen höher. Von dem Ultra gibt es auch wieder ein Modell mit 1 TB Massenspeicher, wenn man das möchte. Das wird allerdings ein bisschen teurer. Wie teuer die Handys sind, das verrate ich am Ende des Videos. Der wohl wichtigste Unterschied zu den günstigeren beiden Modellen ist aber die Kamera. Denn Samsung verbaut jetzt hier den 200 Megapixel Samsung ISOCELL HP2 Sensor. Und es gibt zwar schon einen HP3 Sensor, laut Samsung ist aber der HP2 besser. Und genau erklären konnten die das auch nicht. Ihr kennt vielleicht schon den HP1 Sensor aus dem Xiaomi 12T Pro, das ebenfalls eine Auflösung von 200 Megapixeln hat. Wie gut die Kamera da abgeschnitten hat, könnt ihr hier im Video gerne mal nachschauen. Dazu gibt es dann noch eine Ultra-Weitwinkelkamera, ebenfalls mit einer 12 Megapixel Auflösung und zwei Telekameras. Einmal haben wir hier einen dreifach optischen Zoom, genauso wie bei den anderen beiden Modellen. Und dann haben wir hier noch einen zehnfach optischen Zoom. Die Blende ist dann natürlich nicht ganz so lichtstark. Mit einer Blende von f4,9 ist es nicht gerade für Lowlight-Aufnahmen gedacht. Aber auch dafür hat sich Samsung was ausgedacht. Insgesamt bringt man das Thema Nightography, so nennt man das hier, ein bisschen mehr auf den Schirm. Da profitiert dann natürlich der größere Sensor mehr. Und wir haben so Features wie Double Exposure, kennt man vielleicht. Das ist so eine kreative Art und Weise, mit Fotos umzugehen. Und wir haben ja auch einen Astro-Modus, wenn jetzt zum Beispiel die Galaxy im wahrsten Sinne des Wortes fotografieren möchte. Auch hier gibt es die 12-Megapixel-Frontkamera und auch der Videomodus wurde überarbeitet. Erstmal funktioniert hier die optische Bildstabilisierung ein bisschen besser und der Bildausschnitt, der Winkel ist ein bisschen größer. Und wir haben jetzt hier auch die Möglichkeit, 8K-Videos aufzunehmen bei einer Framerate von 30 FPS. 4K-Videos funktionieren dann mit einer Framerate von 60 FPS. Und der Akku fällt ebenfalls ein bisschen größer aus mit 5000 mAh, ist aber genauso groß wie beim Vorgänger. Hier wird schnell geladen mit 45 Watt, aber auch hier ist Wireless Charging und Reverse Wireless Charging möglich. Auf der Unterseite steckt ein USB-C 3.2 Gen 2 Port. Wir haben allerhand mögliche Verbindungsstandards wie Bluetooth 5.3 und sogar auch UWB, also Ultra Wideband. Zu One UI kann man noch sagen, das ist jetzt in der neuesten Generation One UI 5.1 auf Basis von Android 13. Da gibt es ein paar neue Features. Zum Beispiel steht das ganze Thema Interkonnektivität auch hier im Vordergrund. Man verfolgt, wie auch zum Beispiel Apple, den Ökosystemansatz. Man hat jetzt aber auch sowas wie eigene Routinen und eigene Modi. Das erinnert vielleicht so ein bisschen an die Fokuszeit von manchen anderen Softwareherstellern. Scheint aber ein ganz cooles Feature zu sein. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach aber die Update-Politik. Man verspricht hier nämlich ganze 4 Jahre System-Updates und 5 Jahre Sicherheits-Updates. Für die Preise muss ich eben auf meinen schlauen Zettel schauen. 949 € für das S23. Das S23 Plus gibt es ab 1.199 € und das S23 Ultra ab 1.399 €. Mit 1 TB Speicher kostet es dann 1.819 €. Es gibt allerdings eine Vorbestelleraktion, bei der er aktuell den doppelten Speicher für den Preis des kleineren Speichers bekommt. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Findet ihr die neuen Galaxy-Modelle zu teuer? Dann kommentiert es mal gerne. Laptops wurden ebenfalls noch vorgestellt, das Samsung Galaxy Book 3 Pro, das Pro 360 und auch das Book 3 Ultra. Das sticht natürlich besonders aus der Masse heraus. Da haben wir einen aktuellen i7 oder i9 Prozessor drin aus der 13. Generation und auch ein super schmales Gehäuse. Das wiegt nämlich gerade mal 1,79 Kilogramm bei einer Dicke von 16,5 mm. Das ist nicht viel. Ein 3K-Bildschirm im 16:10 Seitenverhältnis und jede Menge smarte Features, wie man das natürlich kennt. Für alle weiteren Infos zu den Laptops schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Dann listen wir euch das auf. Eure Meinung ist gefragt. Werdet ihr an der Vorbestelleraktion teilnehmen oder nicht? Ist euch das zu teuer? Schreibt das gern in die Kommentare. An dieser Stelle bleibt mir nichts anderes über, außer mich zu bedanken für die Einladung an Samsung. Sehr cool, das erste Mal hier gewesen zu sein. Hat mich sehr gefreut. So ein kleines Tech-Creator-Klassentreffen. Coole Sache. Lieben Dank an Timo von Inside Digital hinter der Kamera. Ansonsten lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das war's von mir. Tschüss.